Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von LSPDFR. Dieses Mal unterwegs mit dem BMW 525D. Kann ich gerade leider nicht. Jedenfalls, der BMW 525D ist am Start. Polizeiofficer Vince ist auch wieder dabei. Zusammen werden wir heute einen wundervollen Dienstabend erleben. In dem Sonnenuntergang von Vespucci und drumherum. Bedeutet, wir werden jetzt erstmal losfahren, unsere kleine Streife ansetzen und schauen, was uns heute alles so erwartet von den Einsätzen her. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ist. Ein paar neue Mods habe ich auch wieder eingebaut. Natürlich alles in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und dementsprechend spannend wird dann auch vielleicht, also mehr oder weniger spannend, wird dann auch diese Folge. Wie angesprochen, die letzten Parts war ich jetzt außerhalb von Los Santos. Einmal, glaube ich, in Palito Bay war das. Und einmal unterwegs, ich glaube, das war letzte Folge, mit dem Humvee in, oh, es war grün, hoch, mit dem Humvee in der Militärbasis. Auf jeden Fall waren auf jeden Fall auch zwei relativ interessante Folgen. Also, wer sie noch nicht gesehen hat und trotzdem sie sich mal anschauen möchte, könnt ihr gerne machen. Einfach auf die Playlist drücken, Folgen reinziehen und Spaß haben. So, dem Kollegen davon ist gerade erstmal ein Reifen geplatzt. Dann würde ich sagen, gehen wir da einmal kurz hin. Drehen. Okay, da können wir jetzt gerade. Das muss jetzt warten. Das muss jetzt gerade leider warten. Wir sind mit dem Heli unterwegs. Ach ne, da vorne. Oh shit, ja. Allerdings, oh shit. Das kannst du laut sagen. Das ist auf jeden Fall oh shit. Deswegen hole ich mal die News her. Ein paar State Polices und ein bisschen News. Damit wir sie ungefähr relativ schützen können. Weil die News wissen eigentlich Bescheid, was sie machen. Oh nein, 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 nicht erschießen. Alles außer anschießen. Okay, ich glaube, das war's. So im Großen und Ganzen. Boah, okay. Sag ich mal nichts zu. Nein, nicht mich auch noch, bitte. Danke. Hier, auf jeden Fall erstmal Gerichtsmediziner herbeten. Und boah, das Auto sieht immer komplett jetzt demoliert aus. Mit dem Tow-Truck einmal auch, bitte. Gut. Also damit dürfen wir uns dann gerne wieder in unser Auto begeben. Da vorne sind auch schon die Gerichtsmediziner. Und machen die Fotos. Der Tow-Truck ist auch schon da gewesen. Bedeutet, nach einem echt krassen Start geht's direkt los. Public Disturbance, ja, da komme ich auch mal. Auf dem Friedhof vor allem. Auch gut.
So, hier wären wir dann. Was machen die denn? Ach so. Das ist Disturbance, ernsthaft? Und das war jetzt gerade mein Controller, der hat sich ausgeschaltet, aber... naja, ich habe ihn ja wieder angestellt. So. Das ist nicht wirklich Disturbance, finde ich. Das ist einfach nur ein bisschen... Omnishivam, so ein bisschen yoga-technisch. Aber okay. LSPD, nobody move! Dann mal bitte aufstehen, Ihren Ausweis. Kiflop. Sie wissen, warum ich sie kontrolliere. Kate Williams. Es haben sich mehrere Einwohner gemeldet und meinen, es würde hier eine Public Disturbance geben, also eine öffentliche Ruhestörung. Wenn das nicht so ist, dann ist es okay. Ansonsten würde ich Sie jetzt hiermit verwarnen und Sie bitten, das Grundstück zu verlassen, gegebenenfalls Yoga woanders zu machen, aber bitte nicht auf einem öffentlichen Friedhof. Ansonsten wäre es auch schon wieder von mir. Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Attention all units, we are code 4. No further units required. So, das haben wir mal zum Glück ohne Waffengewalt gelöst. Man muss ja nicht immer alles mit Schusswaffen lösen. Jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden. Ich glaube, da vorne kommt man raus, oder? Nee, doch nicht. Schade. Jetzt muss ich erstmal wieder... Ach, da ist der Ausgang. Gut. Das ging ja noch. So, dann hier vorne auf die Straße. Oder auf den Fußweg. Dann können wir auch wieder runter. Any available Vinewood Hills unit. We've got a civilian requiring assistance in Vinewood Hills. Ja, das machen wir natürlich. Welfare Check. Wahrscheinlich wieder irgendein Bruder, der sich Sorgen macht um seine Geschwister. Oder wie auch immer. Das weiß ich. Man darf sich hier gerne auch entscheiden, wohin man herfahren möchte, Kollege. So, hier kann man einfach drüber brettern. Und da oben müssen wir dann gleich die zweite rechts. Boah, ja, super, 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 super. Das ist ein BMW-Fahrer. Wundervoll. So, dann müsste es einmal hier auf der linken Seite sein. Genau. Ich nehme mal lieber einen Taser in der Hand. Ich weiß ja nicht, was hier noch so alles passiert. So. Guten Tag. Boah, nein. Und wie man da sieht, der Son asked me, wie man da gerade gesehen hat, der Sohn hat sich Sorgen um sie gemacht. Und sie hat mich geschlagen. Bedeutet, nichts anderes außer Arrest. Denn in Polizei, also in Beamteten, schlägt man am besten nicht, vor allem nicht mit einer Dienstwaffe. Bedeutet, sie kriegen gleich ein neues Zuhause und da darf der Kollege, also ihr Sohn, sie dann gerne besuchen. Da ist auch schon die Abholung. Jetzt muss ich das hinter der Tür. Gut. Die Kollegen kümmern sich um sie. Gut. Dann kann ich schon wieder auf Streife gehen.
und dann mal Vespucci abchecken. Wenn bis dahin nicht noch ein anderer Einsatz reingekommen ist. Was ich einerseits hoffe, andererseits aber auch wieder nicht. Denn Vespucci würde ich gerne auch nochmal kontrollieren. Nein, 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 Kollegen, danke, aber boah. Die rammen einen immer gern. Also das habe ich auch schon ein paar Mal öfter gemerkt, dass die Kollegen einen gerne mal rammen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so in deren Verlangen ist, aber manchmal, vor allem in Einsätzen, fahren die wie so bekloppte Typen. Da kann man auch schon wieder sehen. Ich hab's vor 5 Sekunden angesprochen, was passiert, der nimmt einfach mal den halben Bürgerstein mit. Krasse Leute, echt krasse Leute. So, dich würde ich da mal gerne kontrollieren. Gucken, was Dispatch sagt zu ihm. Adam, 1, 1, 1, keine Steuern, okay. Gut. Dann würde ich Sie einmal bitten, da vorne anzuhalten. Citizens report a criminal resisting arrest in Vinewood Hills. Nein, nee, kann ich gerade nicht machen. Sie dürfen dann einmal anhalten. Gut. So. Guten Tag, der Herr. Einmal bitte den Ausweis. Hi. Kiflop. Jack Mitchell. Jack Mitchell. So. Leistungswilligkeit, der Verance. Gut. Also sonst keine anderen Ereignisse. Jedenfalls einmal bitte das Auto verlassen. Und ich nehme sie dann einmal kurz fest. Ich lasse sie aber nachher dann wieder frei. Nur halt, damit sie mir einmal nicht weglaufen. Sie dürfen doch immer. Okay. Wissen Sie was? Sie dürfen. Komm. Sie dürfen jetzt einfach. Sie dürfen weiterfahren. Ich habe einen anderen Einsatz. Der ist ziemlich wichtig. Bedeutet, schönen Abend noch. Aber beim nächsten Mal dann auf jeden Fall die Versicherung bezahlen. So, Code 3, versteht sich natürlich. Schuss auf einen Kollegen ist äußerste Priorität. Oder höchste Priorität. Oh nein, 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 fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Nicht down gehen, alles außer down gehen. Hier brauche ich auf jeden Fall Unterstützung. Backup needed in Rockford Hill. Allein nicht habe ich. Dankeschön. Alleine schaffe ich das nicht. Okay. Boah, und jetzt sind da schon wieder die Kollegen so am Ausrasten. Unglaublich. Jedenfalls haben wir den Einsatz doch noch relativ ordentlich abgeschlossen. Mit ziemlich viel Unterstützung gerade so geschafft. Aber alleine kann man da auch wirklich nicht viel machen. Also alleine wäre ich da jetzt schneller gestorben als ich weiß ich nicht was sagen könnte. Attention all units, a suspect resisting arrest in Rockford Hills. Gunfire reported. Und da kommt auch schon wieder direkt der nächste Einsatz. Verfolgungsjagd. Aber mit dem BMW 25D natürlich kein Problem.
Das Ding hat Power wie kein zweites Fahrzeug, das wird man aber auch jetzt gleich auf den Geraden sehen. Er holt den BMW X5 ein, wie als der gar nicht existieren würde. Und da werden die Kollegen auch schon wieder und ich werde schon wieder angeschossen. Ansonsten, ich glaube, ich hole noch mal ein bisschen Verstärkung hierzu. Ah. Ansonsten kann ich das komplett vergessen. Die fahren wieder, als wären sie die einzigen hier auf der... Nein, ich bin gleich tot. Schon hinter das Fahrzeug. Okay, die Muni ist gleich leer. Okay, das haben wir doch noch geschafft. Gerade so. Zum zweiten Mal fast gestorben. Tautak habe ich. Jetzt kommt noch der Coroner. Der darf auch nochmal bitte antanzen. Boah, was ein Dienst, ey. Was ein Dienstabend. Das ist echt. Holy moly. Also, das ist echt nicht mehr normal. Anstatt irgendwie ruhig zu bleiben oder so. Ne. Ganz in Vespucci bin ich jetzt auch nicht geblieben, kann ich aber auch nicht wirklich verändern. Passiert, wenn man für eigentlich komplett Los Santos ausgerufen wird. Dementsprechend, warum fährt der Kollege nicht? Attention all units. Und der nächste. We've got a 240 in Backlot City. Los Santos ist, wie man merkt, auf jeden Fall ein sehr gefährliches Plätzchen. Okay, ich hole mir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Verstärkung hierher. Ich habe nämlich keine Ahnung, was passiert. Hallo? Officer, thank you, got you here. Okay, left. Okay, irgendwo sollte ein Mann gewesen sein. Ach, der da vorne. Okay. Sie ist die Straße runtergegangen, dann kam er. Er hat angefangen, Sachen zu sagen wie, ich liebe dich, es war... Die haben jetzt nicht gerade ernsthaft den... Nee, boah, ich dachte schon, die haben den Zeugen überfahren. Sie hat halt nur ihr eigenes Ding durchgezogen und er hat mich geschlagen. Geschlagen, okay. Er hat mich geschlagen. Er hat mich Bitch genannt. Ich schwöre, er ist verrückt. Er sagte, er würde mich rapen. Dieser nette Herr, also wahrscheinlich der Kollege da, hat mich beschützt und hat ihn... Alter, die Front ist ja komplett blutig, Mann. Was sind das für Kollegen? Jedenfalls hat er sie halt beschützt. Und ja, dann meinte sie jetzt wieder sagen zu müssen, er ist verrückt, wirklich. Ich habe ihn zu verhaften. Ich sah aus wie ein netter Herr. Ob ich nicht einer Frau aus dem Schlamassel helfen könnte? Bitte. Das sind ihre Worte. Dann gehe ich einmal hier zu dem Kollegen, der sie wahrscheinlich gerettet hat, richtig? Officer, sie macht aus dem ganzen Ding ein viel zu großes. Der Typ hat ihr keine Aufmerksamkeit gegeben. She cries rape. Okay. Vielleicht erzählt sie die Wahrheit, aber es scheint nicht echt. Ich weiß nicht, irgendwas scheint falsch. Ich glaube, das ist der Mann. Also, der da halt. Kommt zurück zur Szene. Er würde mir auch noch ein Statement geben, wenn ich es wollen würde. Okay, gut. Was hat mir dann dieser nette Herr hier zu erzählen? So, you gotta believe me. Ich habe ihm zu vertrauen, er hat nichts getan. Sie macht aus dem alles ein großes Trara. Er schwört, er hat sie nicht geschlagen. Ach nee, er meinte, er hat sie geschlagen, oder? I didn't hit her, nee. Gut, dann hat sie ihn, er sie, wie auch immer, jedenfalls nicht geschlagen. Bedeutet, das Ganze hier ist ein Missverständnis. Sie würde ich dann einmal beten, in die
vielleicht in die Psychiatrie einzuweisen, Asami Kagawa. Tochter, Frau von Kagawa, der Fußballspieler. Wanted beim LSSD. Okay, bedeutet, sie sind auf jeden Fall erstmal verhaftet. Erstens wegen falschen Aussagen, zweitens wegen gesucht. Und somit werden sie auch ihrer eigenen Zelle zugewiesen. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, ist ja okay. War es das von diesem Einsatz? Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Checkt auf jeden Fall die Playlist aus, wenn ihr wollt, um die letzten Folgen auch zu sehen. Ansonsten war es das von mir. Haut rein, Leute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal und ciao.